Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück beim FIFA 19 Karrieremodus mit dem FC Schalke 04 beim Hansa Fan. Ja, er ist wieder zurück. Es gibt so ein paar kleine stressige Sachen im Moment bei mir. Wer meinen Channel natürlich abonniert hat, der wird es hoffentlich in seiner Abo-Box gesehen haben, dass ich da einen Post geteilt habe, beziehungsweise ein Video geteilt habe auf YouTube jetzt. Ich kommentiere neuerdings für die guten Kollegen von Elbkick TV, Rheinkick TV, Spreekick TV, das ist Kick TV heißen die einfach. Ist eine tolle Sache, guckt mal einfach mal rein. Grüße gehen da auch raus gleichzeitig an den guten Marvin von ProLikes. Denn durch ihn bin ich dort hingekommen und ich konnte jetzt meine ersten beiden Spiele kommentieren. Zum einmal Futsal. Das war das erste Mal, dass ich da kommentieren durfte. Futsal, ich wusste bis dahin nur, dass es eine Art Hallenfußball ist. Richtig beschäftigt mit Regeln und so weiter, habe ich mich damit zuvor nicht. Da heißt es also nochmal Regelkunde vorher büffeln und dann so gut es geht kommentieren. Habe ich Gott sei Dank auch ganz gut hinbekommen, meiner Meinung nach. Und dann war ich am vergangenen Wochenende im Einsatz für die Kollegen von Elbkick TV, nämlich Oberliga Hamburg, Dassendorf gegen Süderelbe. Und ein Bekannter war dabei, den kannte ich wirklich, Marcel von Walsleben Schied. Besser bekannt als Marcel Schied, er ist jetzt verheiratet. Ehemals Hansa Rostock, das war cool und er war so blind wie damals. Obwohl er in der Oberliga eigentlich sehr gut scored. Muss man dazu sagen, also das mal so als kleine Sache am Rande. Ich will demnächst noch einen Vlog darüber machen, was so alles nebenbei abgeht. Deswegen bleibt aktuell eher weniger Zeit für YouTube, da ich ja dann noch bei der FIFA Bundesliga mit eingespannt bin. Ihr kennt es glaube ich, ne? FIFA Bundesliga reingucken lohnt sich auf jeden Fall. Die leisten alle eine enorme Arbeit, nicht nur die Kommentatoren, sondern auch die Trainer, die Cutter, die Organisatoren und der Rest der Kommentatoren. Ich bin da eigentlich nur ein kleiner daneben. Deswegen, aber auch da soll ich empfohlen sein, reinzugucken. Auf meinem Kanal findet ihr den Link, beziehungsweise ich werde es am Ende der Folge auch nochmal einblenden, den Kanal der FIFA Bundesliga. Und ja, ansonsten, ja, soll das hier erstmal eine kleine, längere Eröffnung gewesen sein. Wir gehen rein ins Spiel gegen Lokomotive Moskau. Auf geht's. Letztes Champions League Gruppenspiel, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, so ist es. Letztes Champions League Gruppenspiel. Auf geht's. Also wir brauchen schon einen Sieg, beziehungsweise schützen wir von Porto. Wir sind noch nicht durch. Von daher, auf geht's. So Leute, mit dieser Aufstellung gehen wir heute an den Start. Na klar, Marc Uth, der trifft zurzeit, wie er will, auch wenn wir zuletzt nur unentschieden gespielt haben gegen Dortmund. Das heißt nur, das war schon nach der Klatsche gegen Hoffenheim schon ein Erfolg zu werden. Uth jetzt also mit Doppelpack zur Stelle gegen Borussia Dortmund. Jetzt geht es also weiter in der Champions League gegen Lok Moskau. Und wir stellen heute unser System so ein bisschen um. Ich möchte nämlich nichts riskieren, mit einem Punkt sind wir ja schon mal sicher. Ich will ein paar Leuten eine Pause gönnen und auch mal wieder ein bisschen Variabilität probieren. Konopianka und Schöpf kommen über die Flügel. Ja, und dann haben wir auch Baba noch dabei, von daher alles gut, die Bank können wir noch kurz. Bergwijn ist mit dabei, natürlich Serda, endlich mal wieder im Kader, Bentaleb, Stambouli, Leiner. Ich glaube, alles haben wir dann so gut wie abgedeckt, von daher auf geht's, rein ins letzte Gruppenspiel der Champions League. Ja, tauchen wir ein in die Atmosphäre der Feldings Arena, das letzte Spiel in der Gruppenphase Champions League. Es kann heute zu Ende sein, es kann aber auch ins Achtelfinale gehen, es kann... Nee, weitere Möglichkeiten gibt es nicht. Galatasaray ist mit einem Punkt schon ganz weit ausgeschieden. Da haben wir Jefferson Fafan, den Ex-Schalker, kennen wir aus dem Hinspiel. Das Hinspiel übrigens 2-0 für Moskau. Recht bittere Niederlage. Da haben wir Benedikt Höwedes, den ehemaligen Schalker-Kapitän. Jawohl, nochmal... gehypt sein hier bei der Champions League Hymne. Kapitän Ralf Fährmann geht vorweg und dann schauen wir drauf auf die Aufstellungen. Nein, ich glaube, das war jetzt schon eine Sekunde zu spät, die ich die X-Taste gedrückt habe. Von daher auf geht's hinein in die Party. McKennie, langer Ballversuch auf den Österreicher, auf Alessandro Schöpf. Der kann sich tatsächlich durchsetzen. Schöpf, Flankenmöglichkeit in die Mitte und Ecke. Caligiuri, das ist Sané. Nochmal Caligiuri. Und die erste große Möglichkeit nach einer knappen Viertelstunde für S04. Marc Uth, der immer mehr anzukommen scheint, immer mehr sein Torrichter auspacken kann. Zuletzt mit zwei Toren im Derby gegen Borussia Dortmund. Baba kriegt heute mal den Vorzug vor Ort. Schipka. McKennie. Sané. Schöpf. Burgstaller und Uth. Zu Konopianka. Konopianka. Da ist McKennie! Und 1-0 für Schalke.
Weston McKenney bekommt heute seinen Einsatz auf der Doppel-6 neben Salif Sané. Und jetzt steht er hier zur Stelle. Schön rausgespielt nochmal. Konopianka schlägt die Flanke auf die lange Post, wo McKenney völlig blank steht. Und den Kopfball setzt nochmal genau an den Innenposten. Keine Chance für den Keeper. Klasse gemacht. Da ist Schöpf. Schöpf flankt. Burgstaller mit dem Kopf. Ut und die Helme im Tor. Natschuk. Karasov. Ida. Aber keine Gefahr für Schalker Tor. Färber muss hier eingreifen. Den trifft er nicht voll. Ball geht am Tor vorbei. Zweite Halbzeit. Wechsel bei Schalke. Bentaleb drin. Jetzt für Salif Sané, der eine Pause bekommt. Um für die Bundesliga wieder fit zu sein. Und jetzt kombinieren sie sich mal durch. Eder und Tarasov. Fährmann fängt ab und versucht das Spiel sofort schnell aufzuziehen. Naldo Werder ab. Burgstaller gleich zurück dazu. Konopianka, wieder der Haken. Jetzt vielleicht mal die Flanke. Nee. Weston. McKenney. Ja, warum denn nicht? Versucht den Volley. Und der wäre auch aufs Tor gekommen. Gehelme mit einer Glanztat. Aber trotz alledem, Moskau wird einfach nicht gefährlicher. Und das war's. Schalke mit einem 1:0-Sieg gegen Lok Moskau. Als Gruppenerster im Achtelfinale der UEFA Champions League. Da haben wir es nochmal schön im Champions League Blau. Wir sind tatsächlich Gruppensieger. Porto allerdings mit dem Super-GAU verliert gegen Galatasaray Istanbul und verpasst damit das Achtelfinale der Champions League. Machen damit in der Europa League weiter und wir als Gruppenerster sind also wirklich mit durch. Klasse. Und Kohle, 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 liebe Leute. 27,85 Millionen Euro Kriegsprämie fürs Erreichen des Achtelfinals in der Champions League. Damit kann man sich in der Winterpause auch was leisten. Übrigens, wenn ihr Vorschläge habt für Transfers, was wir an der Mannschaft verändern wollen könnten, dann haut's rein in die Kommentare. Ich bin immer offen für sowas und bild mir dann aber natürlich meine Meinung dazu. Ein Spiel, den ich mir übrigens sehr interessant finde, ist er hier, Yusuf Pausen, nur mal so angemerkt. So Leute, im alten System geht's dann gegen FC Augsburg und ihr seht richtig, ja, die Folge ist noch nicht vorbei und ja, wir sind in der Simulation. Hat einfach folgenden Grund, ich will das Ganze jetzt mal ein bisschen beschleunigen, wir hängen ja doch ziemlich hinterher aufgrund meiner doch unregelmäßigen Upload-Zeiten. Ich muss dazu sagen, ich bin noch nie so ein großer Fan davon gewesen zu simulieren. Ich bin auch kein großer Fan davon gewesen zu schneiden, aber ihr habt sicherlich schon mitgekriegt, es wurde geschnitten. Ja, einfach um halt die Leute, um euch, um die meisten von euch wirklich am Ball zu halten und um wirklich schneller voranzukommen. Denn wenn das so weitergeht, dann sind wir zum Abschluss der Bundesliga-Saison auch mit unserer Saison fertig und das ist dann irgendwo nicht der Sinn der Karriere. Das ist eine zweite Saison, will ich auf jeden Fall noch schaffen bis FIFA 20. Deswegen ab und an mal dieses Werk, mal eins gibt es auch wieder mal eine ganze Folge, eventuell zu Top-Spielen, dann gibt es mal eine ganze Folge mit dem kompletten Spiel, aber ansonsten will ich als ein oder andere Bundesligaspiel simulieren und auch viele Spiele, die ich spiele, dann auch ein bisschen zusammenschneiden, einfach um die Videos etwas kompakter zu halten, um es interessanter für die breite Masse zu halten auch. Klar, ich bin sehr froh über meine Stammzuschauer, ich freue mich über jeden Like, ich freue mich über jeden Kommentar, bin überglücklich, aber ich muss dann auch irgendwo mal ein paar Veränderungen heranziehen, auch wenn es für mich jetzt eine sehr große Umstellung wird, denn es wird mehr Zeit brauchen, für mich ein YouTube-Video zu produzieren. Ich bin nämlich nicht Freund des Schneidens gewesen, das ist natürlich ein größerer Aufwand, wird mehr Zeit in Anspruch nehmen, aber ich will es einfach mal versuchen, wie mir das gelungen sein wird, wird dann das Ergebnis herzeigen. Von daher auf geht's, hinein ins Spiel gegen Augsburg. Und wir holen den 2:0-Sieg, Torschützen Amin Arid und Stefan Leiner, der heute die Chance bekommt, von Anfang an zu spielen. Klasse, super, läuft. Eckstarker Moravec hat sich noch verletzt. Einen Wechsel hat der Computer dann vorgenommen. Konopianka für Ut finde ich jetzt nicht so überragend, den Wechsel, aber okay. Aber wir haben gewonnen, jawohl. Und dann geht's hinein gegen den Vierpokal, gegen Dynamo Dresden, liebe Leute. Auch das ist ein Spiel, was ich da selber spielen werde. Pokalspiele und Champions League-Spiele, ja, die würde ich schon ganz gerne selber spielen, da will ich Kontrolle drüber haben. Bundesliga läuft ja einigermaßen gut, einigermaßen ordentlich. Von daher bin ich da überzeugt, dass wir da mit der Simulation gut weiterkommen. Pokal und Champions League ist dann so eine Sache. Gerade Pokal natürlich.
um hier vielleicht einen Titel sogar abzustauben. Wäre auf jeden Fall cool. Und ja, das Spiel geht dann aber in der nächsten Folge weiter. Das heute samt Erklärung, warum Schnitt und so weiter, ja, habe ich euch geliefert. Von daher, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wenn es euch gefallen hat, wenn euch die neue Art und Weise auch gefallen hat, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid und keine Videos mehr verpassen wollt, dann lasst doch einfach mal ein Abo da. Auch nicht so schwer zu finden, den Abo-Button. Und wenn ihr wirklich gar nichts verpassen wollt und immer am Ball bleiben wollt und sofort das neue Video sehen wollt, dann würde ich euch raten, die Glocke zu aktivieren, soll helfen, dass man dann Push-Nachrichten aufs Handy bekommt. Auch geil, ne? Ja, das war's, euer Hansa-Fan. Macht's gut. Ciao, ciao.